Türkische Politiker stellen gern die Aufopferung ihres Landes für die Sicherheit des Westens heraus, wenn es um die europäische Gemeinschaft geht. Sie beanspruchen die Vollmitgliedschaft. Aber der Umstand allein, dass der frühere General Evren heute als Präsident der Republik in Zivil zu den Kabinettssitzungen kommt, hat das unbehagliche Gefühl der Europäer an der Türkei nicht völlig verscheuchen können. Ein Land, in dem zivile Regierungen unter dem Eingriffsvorbehalt des Militärs stehen, ist in der Gemeinschaft kaum vorstellbar. Vor allem dies verursacht einen Zielkonflikt in der Armee. Ja, zu Europa, so wollte es Atatürk. Aber Verzicht auf die militärische Prärogative wäre Verrat an Atatürk. Evren hat sich vom Ministerrat dennoch einige Unterschriften abhandeln lassen, die den Zivilisten Zugang zu gehüteten militärischen Reservaten gibt. Erstmals wurde der Generalstabschef nach den Wünschen des Premiers bestimmt und erstmals wagte es das Kabinett, den Verteidigungsetat leicht zu kürzen. Ohne das innenpolitische Gewicht der Armee hätte die türkische Republik nach dem Tod Atatürks bereits einige Male Schiffbruch erlitten. Im Namen des Gründers der Republik garantiert die Armee die Orientierung des Landes nach Westen. Aber sie begrenzt sie auch, weil im Europa unserer Tage manche Werte, an denen sich Atatürk einst orientierte, längst überwunden sind. Solange sich die türkische Demokratie nicht aus der Obhut seiner Streitkräfte emanzipieren kann, wird sie keinen Platz im Herzen Europas finden können. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer heutigen Ausgabe der Notizen vom Nachbarn. Auch die nun folgende Sondersendung gilt einem Auslandsthema: Schlaglicht Namibia, Schüsse gegen die Unabhängigkeit. Wir haben sie aus aktuellem Anlass in unser Programm aufgenommen. Die Reihe vor 40 Jahren verschiebt sich dadurch um etwa 30 Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Die nächsten Notizen vom Nachbarn am 8. Mai. Tschüss und guten Abend.